Ja, dann würde ich die Veranstaltung heute gerne eröffnen. Ich begrüße alle Eltern der jetzigen Viertklässler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterkollegen, alle Interessierten, die sich zugeschaltet haben. Mein Name ist Dirk Ebrecht. Ich bin Schulleiter der Wittekind-Realschule am Schulzentrum Sonnenhügel und heiße Sie alle ganz herzlich zur heutigen Online-Veranstaltung auf dem YouTube-Kanal meiner Schule willkommen. Dies ist auch für uns ein neuer Weg, mit Informationen an Sie heranzutreten. Sie wissen alle, dass die Corona-Pandemie uns verbietet, zu Recht verbietet natürlich hier in der Schule, uns zu versammeln. Daher haben wir nach neuen Lösungsmöglichkeiten gesucht und möchten Sie gerne auf diesem Wege kontaktieren. Ich hoffe auf einen reibungslosen Ablauf und auf Ihre Beteiligung. Was wir uns für den heutigen Abend vorgestellt haben, ist, dass wir anfangen werden mit einem kleinen Impulsreferat von mir zur Oberschule und deren Entwicklung in der Stadt Osnabrück. Währenddessen haben Sie die Möglichkeit, in der Schule anzurufen. Falls Sie gerade einen Stift haben, würde ich Ihnen die Telefonnummer gerne einmal mitteilen, die natürlich auch auf dem Flyer steht, den einige von Ihnen erhalten haben. Sie können hier anrufen unter der Nummer 0541 323 84 500. Dann haben Sie einen meiner Kollegen am anderen Ende, das ist Herr Nöring. Und Herr Nöring wird alle Ihre Fragen protokollieren und dann mir stichwortmäßig diese Fragen zuspielen, sodass ich dann im Laufe der heutigen Veranstaltung darauf eingehen kann. Sie können aber auch, wenn Sie nicht gerne anrufen möchten, die Chatfunktion hier auf YouTube benutzen. Dazu müssen Sie allerdings angemeldet sein. Dann können Sie auch direkt hier in den Chat schreiben. Den kann ich gleichzeitig zwar nicht sehen, aber meine Kollegin Frau Lahmann ist bereit und wird auch hier mir ihre Fragen zuspielen. Ich würde gerne anfangen mit etwas Grundlegendem, wie es überhaupt dazu gekommen ist, warum ich hier überhaupt sitze und über Oberschule Ihnen etwas erzählen möchte. Es ist so, dass der Rat der Stadt Osnabrück im Sommer letzten Jahres beschlossen hat, dass die beiden Hauptschulen in Osnabrück auslaufen werden und dass die vier Realschulen, die vier städtischen Realschulen, umgewandelt werden. Und zwar soll das passieren zum Schuljahr 2021, 2022, also zum kommenden Schuljahr. Das bedeutet, dass Sie als Eltern für Ihre Kinder nicht mehr die Möglichkeit haben werden, im nächsten Jahr eine städtische Hauptschule oder eine städtische Realschule anzuwählen, sondern hier wird es vier neue Oberschulen geben in Jahrgang 5. Als Schulleiter einer sehr gut laufenden Realschule bin ich zum einen natürlich sehr traurig darüber, dass wir als Wittekind-Realschule umgewandelt werden. Zum anderen sehe ich aber auch enormes Potenzial und große Möglichkeiten für die neuen Oberschulen hier in der Stadt Osnabrück. Zum Beispiel durch Platzerweiterungen, es wird zu Neubauten kommen, Umbauten, Kernsanierungen nach neuesten energetischen Vorgaben. Aber lassen Sie mich von vorne beginnen. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich eine Oberschule? Ich denke, einige Eltern wissen nicht, dass eine Oberschule ist, und daher würde ich gerne mit dieser ersten Frage Ihnen da schon mal unter die Arme greifen wollen und Ihnen diese Informationen unterbreiten. Eine Oberschule ist eine Schule im Sekundarschulbereich 1 und umfasst die Klassen 5 bis 10. Eine Oberschule kann mit einem gymnasialen Angebot geführt werden oder ohne ein gymnasiales Angebot. Eine Oberschule kann jahrgangsbezogen oder schulzweigbezogen aufgebaut werden. Was bedeutet das? Jahrgangsbezogen heißt, dass alle Schüler
mit unterschiedlichen Bildungsniveaus in einer Klasse unterrichtet werden. Schulzweigbezogen heißt, dass es Hauptschulklassen und Realschulklassen gibt. Die Entscheidung, welche Organisationsform oder welche Mischform die Oberschule hat, das entscheidet die Planungsgruppe. Und diese Planungsgruppe wird von der Niedersächsischen Landesschulbehörde an allen vier Oberschulen im Stadtgebiet zum Februar ins Leben gerufen. Einiges kann ich Ihnen aber schon auch zu unserer neuen Oberschule hier am Schulzentrum Sonnenhügel bereits verraten. Und zwar werden wir vierzügig sein. Das heißt, wir können vier fünfte Klassen einschulen im nächsten Schuljahr. Die Klassengröße einer Oberschule ist nicht mehr 30 Kinder pro Klasse wie an einer Realschule, sondern 28. Es gibt viele Gemeinsamkeiten. Selbstverständlich ist auch hier ab Klasse 5 die erste Pflichtfremdsprache Englisch. Ab Klasse 6 gibt es Französisch, aber als Wahlmöglichkeit. Das heißt, es ist nicht verpflichtend. Durchlässigkeit zum Gymnasium, selbstverständlich. Wer hier also entsprechende Noten auf seinem Zeugnis hat, der bekommt unter dem Zeugnis einen Vermerk, dass die Durchlässigkeit erreicht ist und ein Übergang zu Durchlässigkeit zum Gymnasium, selbstverständlich. Wer hier also entsprechende Noten auf seinem Zeugnis hat, der bekommt unter dem Zeugnis einen Vermerk, dass die Durchlässigkeit erreicht ist und ein Übergang zum Gymnasium möglich ist. Da muss ich allerdings sagen, das geht nur, wenn man auch Französisch hat ab Klasse 6, denn auf dem Gymnasium ist die zweite Fremdsprache ein Pflichtfach. Selbstverständlich ist auch die Möglichkeit gegeben, nach Klasse 10 ein Gymnasium zu besuchen. Dafür ist dann auch nicht mehr Französisch notwendig. Dafür ist es allerdings notwendig, dass es ein Q-Vermerk gibt, ein Qualifizierungsvermerk. Das ist auch gleichbedeutend mit dem Abschluss, ein erweiterter Sekundarschulabschluss 1. Dieser berechtigt dann zum Übergang auf ein städtisches Gymnasium, was vom Notenschnitt abhängt. Selbstverständlich bietet die Oberschule auch andere Schulabschlüsse, den ganz normalen Realschulabschluss und auch den Hauptschulabschluss. Da die Wittekind-Realschule umgewandelt wird, lässt sich auf jeden Fall festhalten, dass die erfolgreiche Arbeit, die wir in zahlreichen Bereichen ja haben, fortgesetzt wird. Da würde ich gerne nennen, dass wir seit 7 Jahren iPad-Schule sind mit Informatik als Schulfach. Das wird mit Sicherheit in die neue Oberschule mit einfließen. Wir sind DFB-Eliteschule des Fußballs für Talente aus der Stadt und aus der Region. Auch das wird sich in der neuen Oberschule wiederfinden, ebenso wie Kooperation mit der Kunst- und Musikschule, sodass hier im Nachmittagsbereich AGs angeboten werden können, Schlagzeug, Gitarre, Keyboard, Gesang. Und wir haben eine Percussion-Klasse. Das bedeutet, dass wir Trommelauftritte auch in Stadt und Landkreis haben. Die Oberschule am Sonnenhügel wird sehr wahrscheinlich als teilgebundene Oberschule an den Start gehen. Das bedeutet, dass wir an 2 Nachmittagen verpflichtenden Unterricht haben werden. An den anderen 3 Tagen sind Arbeitsgemeinschaften oder eine Hausaufgabenbetreuung wählbar. Ich würde mich freuen. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit der Anmeldung Ihres Kindes uns das Vertrauen schenken würden, dass wir unsere erfolgreiche Arbeit der Wittekind-Realschule auch in die neue Oberschule übernehmen können, weiterführen können und dass wir mit Ihnen zusammen, mit Ihrem Kind zusammen diese Schule aufbauen. Ein sehr spannender Prozess und ich freue mich drauf,
das mit ihnen zusammen gestalten zu können. Habe ein tolles Team hier an der Schule. Natürlich wird die Oberschule wachsen, wir werden größer werden und ich kann Ihnen einen Ausblick geben. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, wie gesagt, können Sie hier anrufen oder im Chat sich beteiligen. Sie können aber auch regelmäßig auf unsere neue Homepage schauen. Das ist die Seite obs-sonnenhügel.de, da wo Sie auch heute schon drauf waren, um an diesem YouTube-Video teilnehmen zu können. Dort werden regelmäßige Updates erfolgen und auch ein Zusammenschnitt meiner kurz erklärten Informationen heute werden dort hochgeladen. Der Tag der offenen Tür nächstes Jahr. Es ist noch vollkommen unklar, wie dieser Tag stattfinden kann an allen Schulen Osnabrücks. Wenn das nicht möglich sein können, möglich ist, dann würden wir es auch in einer digitalen Art und Weise machen. Da werden wir auch auf der Homepage natürlich darauf hinweisen. Die voraussichtlichen Anmeldetermine an den weiterführenden Schulen werden im Mai rumliegen. Auch hier, sobald wir Konkretes wissen, werden wir das veröffentlichen. So, jetzt würde ich mal einmal runtergucken in den Chat, was hier schon gepostet worden ist und warte jetzt noch auf Nachrichten, Fragen, auf die ich eingehen kann. Bitte beteiligen Sie sich. Ich bin gerne hier jetzt, um Fragen zu klären. Es wurde gerade gefragt, wie das mit der Fremdsprache Spanisch ist. Das Spanisch ist kein reguläres Schulfach an einer Oberschule. Wir haben aber eine Kollegin, die Italienischlehrerin ist und in der Möglichkeit eines Wahlpflichtkurses, eines WPKs, werden wir Italienisch anbieten können. So, jetzt habe ich meine Kollegin Frau Reiniger, die mir hier auf einen Flipchart Fragen von Ihnen stellt. Welche WPKs möglich sind. WPKs heißt Wahlpflichtkurse. Hier ist eine Oberschule sehr breit gestreut, hängt natürlich auch immer davon ab, was das Kollegium an Know-how mitbringt. Ich habe gerade Italienisch schon angesprochen. Dies kann auch in den naturwissenschaftlichen Bereich reingehen, Chemie, Biologie. Es gibt im Augenblick einen Bienen-WPK, der fächerübergreifend agiert. Das heißt, sowohl in den technischen Bereich mit reingeht, indem man die Bauten der Bienen zusammenstellt, in den Biologiebereich, indem man überhaupt die Biene sich vornimmt, die sportliche Ausrichtung wird sicher eine große Rolle spielen. Die Wittekind-Realschule ist langzeitzertifizierte sportfreundliche Schule. Wir haben sehr viele Sportprojekte, die wir machen. Auch hier Sport-WPK ist möglich. Dann bekomme ich die Frage, ab welchem Schuljahrgang zwei verpflichtende Nachmittage? Der Ganztag. Wir gehen davon aus, dass es wie jetzt auch ein teilgebundener Ganztag sein wird an der OBS Sonnenhügel. Das bedeutet, dass wir am Montag und Mittwoch unsere Langtage haben werden. Das ist dann so strukturiert, dass wir 6 Stunden Unterricht haben, von 8 bis 1:15. Dann gibt es eine Mittagspause. Wir haben hier eine anliegende Mensa anbei, die von montags bis donnerstags Mahlzeiten bietet. Und jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Wir waren beim Ganztag. Montags und Mittwochs haben wir, genau, von 8 bis 12:45 Unterricht. Dann ist die Mensazeit bis 2 Uhr. Und ab 2 bis 15:35 Uhr ist dann
die 8. und 9. Stunde. Und um 15.35 Uhr ist am Montag und am Mittwoch dann Unterrichtsschluss. Dienstags, donnerstags, freitags, wie vorhin schon einmal erwähnt, können AGs gewählt werden oder Hausaufgabenbetreuung. Das sind vollkommen unterschiedliche AGs von Bogenschießen hatten wir schon im Angebot, über eine Mofa-AG, Hundeführerschein. Das sind AGs, die mit einem Kollegen zu Beginn des Schuljahres abgefragt werden, wie die Interessenslage ist, und dementsprechend kann dann das Budget der Schule einkaufen und Leute dafür gewinnen, die das dann an den unterrichtsfreien Tagen mit den Schülern zusammen durchführen. Dann bekomme ich eine Frage zu den räumlichen Bedingungen. Das ist in der Tat sehr spannend. Ich kann nicht alles sagen, was ich schon weiß, weil noch nicht alles spruchreif ist. Bitte da um Verständnis. Ich kann aber sagen, dass es definitiv zu einem Gebäude kommen wird, und das ist schon sicher, das beste Gelingensbedingungen verspricht. Das war ein harter Weg dorthin, und glücklicherweise haben am Ende Politik, Verwaltung der Stadt Osnabrück mitgezogen, eingesehen, dass alle Oberschulen ein ungefähres Gleichgewicht haben sollen in ihrer räumlichen Ausstattung. Und für unsere neue Oberschule hier bedeutet das großzügige Unterrichtsräume. Es gibt 24 Klassenräume und 12 Differenzierungsräume auf zwei Ebenen, die auch vom Platz her getrennt sind vom Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, das ja direkt hier mit uns im Schulzentrum ist, was auch einen Übergang zum Gymnasium sehr vereinfacht, weil wir hier im Schulzentrum natürlich erst auch schauen, dass wir die Schüler im Zentrum untereinander bedienen. Das gilt natürlich auch für Schüler, die dann vom Gymnasium wieder zurückgehen. Also nochmal zu den räumlichen Bedingungen. Ich bin sehr zufrieden, so wie es jetzt hier als Vision dargestellt ist. Ja, dann habe ich ein Stichwort bekommen, Stichwort Inklusion. Ist es möglich, ein Kind mit GE anzumelden? Jede Schule in Niedersachsen ist inklusive Schule. Man kann inklusiv zu beschulende Kinder auf jeder Schule anmelden. Selbstverständlich auch an unserer Oberschule. Informatik, ab wann? Nächste Frage. Informatik haben wir jetzt auch schon ab Klasse 5. Etwas sehr Wichtiges. Ich denke, da sollte man nicht schlafen, mit der Zeit gehen. Ihre Kinder sind ohnehin schon sehr aktiv, denke ich mal, oder werden es in den nächsten Monaten werden. Für viele ist der Übergang in Klasse 5 gleichbedeutend mit, ich bekomme mein erstes Handy. Hier die Kinder aufzufangen, das haben wir uns auch an der Wittekind-Realschule schon seit 7 Jahren fest auf die Fahne geschrieben. Es gibt zahlreiche Veranstaltungen zur Medienprävention, Sicherheit im Netz. Was passiert eigentlich, wenn ich ein Bild hochlade, verliere ich die Rechte? Etc. Ein sehr wichtiges Thema. Daher ab Klasse 5 eine Stunde die Woche verbindlich Informatik. Natürlich nicht nur Medienprävention, Informatik ist natürlich auch Anfang. Wie programmiere ich? Wir sind gerade dabei, Roboter zu programmieren. Etwas, was auch sehr spannend ist. Ja. Gibt es Hausaufgaben? Eine sehr berechtigte Frage. Hausaufgaben wird es an Langtagen nicht geben. Hausaufgaben wird es an Langtagen nicht geben, wenn das Fach am nächsten Tag ist. Das heißt, wenn Ihre Kinder hier um 15.35 Uhr die Schule verlassen, haben Sie keine Aufgaben von diesem Tag zum nächsten Tag. Das bedeutet natürlich nicht, wenn ich das Fach am Mittwoch hatte und die Aufgaben sind zu Dienstag, dass ich die nicht zu machen habe, weil Montag der Langtag ist und der Tag liegt vor Dienstag.
Das ist damit nicht gemeint. Aber der direkte, wenn es ein Langtag ist, ist der direkte Tag Hausaufgaben frei, wenn das Fach auch am nächsten Tag liegt. Kann man sitzen bleiben? Ja, das ist so. Auf der anderen Seite, wenn man auf einem Realschulniveau ist und es ist zu schwer, dann kann man natürlich leichter an der Oberschule anpassen. Ist Arabisch möglich? Nein, das ist es nicht. Auch nicht als zweite Fremdsprache. Wir werden hier natürlich unsere Kinder mit Sprachproblemen unterstützen. Das ist wie an jeder Schule so, auch an der Oberschule hier und an jeder anderen Oberschule so. Aber es gibt kein Arabisch als zweite Fremdsprache. Gibt es 2 Klassenlehrkräfte pro Klasse? Ja, das ist angedacht. Das hat viele Vorteile, nicht nur für die Kinder, dass mehrere Bezugspersonen sind, sondern es hat auch Vorteile für die Klassenlehrer in der Arbeitsteilung. Denn eine Klasse zu leiten, das hat es in sich. Es gibt 28 Schüler, denen man allen gerecht wird. Und meine Lehrkräfte nehmen ihre Aufgabe sehr ernst. Und Klassenlehrkräfte sind daher besonders belastet. Und ich finde es sehr gut, aus den dargelegten Bereichen mehrere, also 2 Klassenlehrkräfte zu haben. Jetzt nochmal die Frage zur Durchlässigkeit gekommen. Hatte ich anfangs schon mal erwähnt. Mache ich gerne nochmal. Wenn man von Klasse 6 bis Klasse 9 die Durchlässigkeit hat und man möchte aufs Gymnasium gehen, dann braucht man das Fach Französisch. Und das ist ein Wahlfach. Man braucht auch einen entsprechenden Notenschnitt. Bei der Realschule war es so, dass man bei den Hauptfächern einen Schnitt von 2,3 brauchte. Den Schnitt. Also das bedeutet 2,2,3 in den Hauptfächern Deutsch, Mathe, Englisch. Und gleichzeitig die Nebenfächer einen Schnitt von 3 aufweisen. Dann hat man die Qualifikation der Durchlässigkeit erworben. Nach Klasse 10 nochmal braucht man den Q-Vermerk, den Qualifikationsvermerk, einen erweiterten Sekundarschulabschluss 1. Da braucht man keine zweite Fremdsprache für, um aufs Gymnasium gehen zu dürfen. Da ist der Notenschnitt 3 in allen Fächern. Ja. Dann werde ich noch was sagen zur Fußballförderung. DFB Elite-Schule am Schulzentrum. Elite bedeutet nun einmal die oberste Speerspitze. Das heißt nicht, mein Sohn, meine Tochter kann gut Fußball spielen, sie kommt in die Elite. Das ist auch möglich, aber in der Regel reicht das leider nicht, gut Fußball zu spielen mit Freunden auf der Wiese, sondern unsere Elite-Fußballer sind wirklich Talente aus Stadt und Region, die in Basinghausen schon spielen, im Landeskader sind oder beim VfL spielen. Nun gibt es natürlich auch Fußballer, die sich etwas später entwickeln. Dafür haben wir die Talentförderung, die ist vom DFB losgelöst und ist ein Unterbau der Elite-Schule. Hier kann man ebenfalls trainieren. Nicht auf dem hohen Niveau mit den Trainern vom VfL, sondern mit schuleigenen Trainern. Aber man hat immer noch die Möglichkeit, sich zu präsentieren und eventuell es doch zu schaffen, in die Eliteförderung reinzukommen. Und hier ist es so, dass das Training auch bis zu 2-mal während der Woche, während der Unterrichtszeit stattfindet. Und da fällt natürlich Unterricht für aus. Das ist uns allen bewusst. Dafür bekommen wir aber auch Gelder vom DFB, um hier die Möglichkeit zu haben, sogenannten Kompensationsunterricht anzubieten. Das heißt, Ihre Kinder würden über einen Lehrermentor signalisieren, sie haben so viel Unterrichtsstoff im Fach X verpasst. Dann würden wir einen Nachhilfelehrer aus dem Kollegium stellen, der
eins zu eins die Unterrichtsinhalte, die verpassten Unterrichtsinhalte wieder mit ihrem Kind aufarbeitet. Nochmal, die Oberschule wird vierzügig. Das heißt, ab dem nächsten Schuljahr können wir 4 Klassen einschulen. Ich kann aber noch nicht sagen, ob das jahrgangsbezogen sein wird oder schulformbezogen. Das entscheidet schlussendlich die Planungsgruppe. Und es gibt auch Mischformen aus diesen beiden Formen. Das habe ich anfangs kurz erklärt. Möglich ist aber hier auch, dass Freunde zusammen auf die gleiche Schule gehen können und trotzdem ein unterschiedliches Bildungsniveau haben. Definitiv ein Vorteil. Ja. Wichtig, was wir haben, was wir auch noch mit übernehmen, sind Streitschlichter, ausgebildete Mediatoren. Eine Oberschule hat selbstverständlich auch Schulsozialarbeit, die Probleme unter den Schülern versucht auszugleichen, zu schlichten. Aber manchmal ist es auch doch gewünscht, dass es nicht unbedingt über einen Erwachsenen geht. Dafür gibt es dann ausgebildete Streitschlichter. Etwas, was wir gerne auch mit rübernehmen würden von der Wittekind-Realschule. In Klasse 5 haben wir im Augenblick, und wir würden es gerne übernehmen, 2 Profilklassen. Das ist zum einen die Fußballklasse und eine Percussion-Klasse. Percussion hatte ich anfangs schon einmal angedeutet. Das sind Trommelinstrumente, wo unsere musischen Kinder in eine Klasse zusammengelegt werden, um dann auch zusammen Percussion-Unterricht zu haben von der Kunst- und Musikschule während der Unterrichtszeit und dann auch richtige Auftritte zu haben, um die Schule hier zu präsentieren. Haben Sie vielleicht schon mal irgendwo erlebt, zum Beispiel auf dem Domplatz, da sind wir regelmäßig. Ja. Wie wird an einer Oberschule differenziert? Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, je nach Ausrichtung der Oberschule. Es gibt auch Grundkurse und Erweiterungskurse, G- und E-Kurse, vor allen Dingen in den Hauptfächern, wo dann leistungsdifferenziert wird. So, es wird fleißig angerufen, das freut mich sehr. Schülerhöchstzahl nochmal pro Klasse ist 28. Falls ein inklusiv zu beschulendes Kind dabei ist, wird dieses Kind doppelt gezählt, dass eben 27 als Höchstwert in der Klasse sein dürfen. Wir waren in den letzten Jahren sehr angefragt als Wittekind-Realschule, hatten ungefähr 100 Anmeldungen auf 54 Plätze. Freue ich mich jetzt natürlich darüber, dass wir 4 mal 28 sind 112, dass wir 112 Plätze zur Verfügung haben. Ja, dann würde ich gerne Ihnen noch etwas zum Tablet-Projekt sagen. Da ist gerade gefragt worden, ob ich dazu noch einmal Stellung beziehen könnte. Selbstverständlich, gerne. Wir haben im Augenblick ab Klasse 7 unser Tablet-Projekt am Laufen. Seit 7 Jahren ist das schon hier an der Wittekind-Realschule. Und das ist so, dass alle Schüler ab Klasse 7 ein iPad haben. Wir haben jetzt in allen Klassenräumen ein Beamer und Apple TV. Ein Großteil unserer Bücher sind als E-Books digital vorhanden auf dem Tablet. Und ja, dieses Medium ist in Schule ein Arbeitsmaterial. Wird natürlich immer gerne gedacht, dass hier dann auch damit gespielt wird, aber den Schülern wird sehr schnell klar, dass das Tablet zu Hause sicher zur Freizeitbeschäftigung auch dienen kann. In Schule ist es ein Mittel zum Zweck und ich finde, die Digitalisierung, die wir haben, vor der darf man sich nicht verschließen, sondern man sollte sie mit offenen Armen begegnen und wir versuchen, ihren Kindern gleich ab Klasse 7 verpflichtend mit dem Tablet hier weiterzuhelfen. In Klasse 5 und 6 ist es so, dass wir mobile iPad-Wagen haben, um dort schon mal den Grundstein zu legen.
Und Informatik gibt es ja, wie erwähnt, ohnehin ab Klasse 5 einstündig. Ja, ich habe anfangs erwähnt, dass wir sehr zuversichtlich auf den Bau und den Umbau und die Kernsanierung blicken können. Natürlich passiert das nicht innerhalb von einer Woche, sondern da wird es eine Bauphase geben, die sicherlich anstrengend sein wird, anstrengend für Schülerinnen und Schüler, aber auch anstrengend für Kolleginnen und Kollegen. Aber, das habe ich auch meinem Kollegium gesagt, bei so einem tollen Ausblick, wie es sein wird, lässt sich dann diese Phase, in der selbstverständlich man in Containern unterrichten muss, das lässt sich nun mal nicht vermeiden. Das wird eine anstrengende Phase werden, aber mit einem tollen Ausblick. Das Tablet-Projekt ist nicht angedacht ab Klasse 5. Nein, das wurde gerade noch mal per Telefon gefragt. Ich finde, es ist natürlich nicht meine Entscheidung. Es ist immer die Entscheidung der Planungsgruppe. Ich kann nur das sagen, was wir bisher an Erfahrung gesammelt haben. 7 Jahre, wie gesagt. Die Kinder müssen erstmal in Schule ankommen. Und es gibt so viel Neues. Da ist dann nochmal ein neues Medium zu viel, unserer Erfahrung nach. Erstmal ankommen und da ist das alte, gewohnte Schulbuch eine vertraute Sache. Ab Klasse 7 ist man dafür unseres Erachtens bereit. Ja, Oberschule nur bis Klasse 10 war eine Frage, die gerade gestellt worden ist. Ja, die Oberschulen in Osnabrück werden ohne ein gymnasiales Angebot an den Start gehen. Dafür gibt es die Durchlässigkeit, in der man jederzeit aufs Gymnasium gehen kann, wenn man eben die Durchlässigkeitskriterien erfüllt, die ich bereits zweimal genannt habe. Und sie geht nur bis zur 10. Klasse. Ja, das sind so die letzten Fragen, die ich erhalten habe. Mein Team signalisiert mir, das war es. Dann möchte ich mich sehr herzlich bei allen Zuhörern bedanken und wir schauen sehr positiv in die Zukunft und nochmal, wir würden uns freuen, wenn Sie uns das Vertrauen schenken und Ihr Kind hier bei uns anmelden. Ich kann besten Wissens und Gewissens sagen, dass es hier bestimmt gut aufgehoben ist. Ich wünsche noch einen schönen Abend und besuchen Sie uns wieder auf der Oberschulseite OBS Sonnenhügel.